Ah, du kommst wegen der Nachhilfe in Schmerzen. Pass genau auf, das wird wehtun. So, jetzt kommen wir auf, leider. Ach ja, genau, der mit dem hohen Holzbrett. Ich habe da leider nochmal neu starten müssen. Diesen Bug mit dem Rückwärtsfahren habe ich nicht mehr weggekriegt. Leider haben wir jetzt die Kette wieder verloren. Also müssen wir jetzt uns erst nochmal die Kette wiederholen und die ganzen anderen Dinge. Oh, ja, warte. Du magst Chopper, hä? Huh? Was hältst du von diesem Chopper? Ja! Jetzt haben wir nämlich die Oberwaffe hier drin. Und ich habe nämlich noch genau gewusst, ich muss dieser Tussi mit der Kettensäge, der muss ich den Dünger in die Augen schmeißen, dass es Gleichgewicht verliert. Und jetzt sollten nämlich mit der Waffe, sollten auch alle anderen kein Problem sein. Sag mal, ist das nicht ein zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Booster der Zerstörerklasse? Ja, das ist einer. Warum? Tada! Mein Fehler. Man könnte es jetzt natürlich in Roleplay-Dingen sagen und die Kettensäge macht den meisten Damage, damit geht jeder sofort auf die Bretter. Deswegen war es jetzt natürlich sogar gut, dass wir jetzt gleich zum Anfang von der neuen Aufnahmephase... Nein, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich noch nicht. Mach Platz, nein. Irgendwie konnte man diese Typen da so mal überspringen. Ah, okay. Rückstelltaste. So. Jetzt, da kommt doch wieder nochmal so ein Rottweiler. Jetzt bin ich sauer, Bumm. Jetzt haben wir noch einen Morgenstern. Außer, dass wir den ganzen Quatsch halt nicht brauchen, bis wirklich dieses Holzbrett. Und dieses Holzbrett hat halt eine ganz besondere Funktion. Da haben wir halt natürlich vor 20 Jahren haben wir da auch blöd, derbstrum, das sind schon mehr als 20 Jahre, das sind schon 25 bald. Wow, bist du wirklich ein Polkett? Ja, das bin ich. Nun, ich hasse Polkett. Ich wette. Hab jetzt gerade geguckt, was hatte die dabei? Auch nix. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir halt hier so lange wieder rumfahren, bis der Typ mit dem Holzbrett wieder kommt. Da kommt unser Father Talk wieder. Father Talk. Hey, Ben. Nun, dann mach's gut, Vater. Mach sie fertig, Polkett. Brauchen wir uns jetzt nicht mehr anhören, haben wir in der letzten Episode schon alles gehört. Das ist halt ziemlich random, wer dir hier immer so entgegenkommt. Ah, schon dann K-Fisch. Den überspringen wir kurz. Weil wie gesagt, ich brauche jetzt zuerst nur mal den Typen mit dem Holzbrett. Aber war jetzt richtig geil, dass jetzt die Tussi mit der Kettensäge gleich als erstes kam in der neuen Aufnahme. Da spare ich mir nämlich richtig Zeit jetzt. So, wer kommt da vorne? Richtig? Muss ich mal gucken, wie kriege ich den Typ? Die haut nur mit der Faust zu. So. Mit der K-Fish, der nutzt man noch nichts. Nicht zu weit in den Graben rein. So, wer kommt denn da? Schon wieder.
kann sein, dass ich für den die Kette brauche. Ich bin mir nämlich ganz sicher. Also auf jeden Fall müssen wir den auch noch irgendwie runterwerfen, dass wir an sein Ding da kommen. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, was wir diese Folge jetzt alles machen. Ah, ja, genau. Ballast abgeworfen oder sowas? Da drin sollten noch ein paar Boots übrig sein. Jetzt haben wir nämlich unseren Spezialtreibstoffbooster der Zerstörerklasse wieder, den Zulassungswidrigen. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Typen mit dem Holzbrett. Da ist Faser Torek, den können wir jetzt mal so überspringen. Einmal wieder über den Highway rüber. Hoppala. Okay, Fisch. Den Typen mit dem Nitro-Booster muss man nämlich mit der Kette runterziehen. Das ist mir jetzt auch wieder erst im Nachhinein gekommen. So. Bist du der mit dem Holz? Ich glaube, du bist der mit dem Holz, wieder gell? Da? Gut. Picknick. Jawohl, jetzt haben wir nämlich unser Holzbrett. So. Vor allem, das hat ja halt vor 25 Jahren, als das Spiel rauskam, kein Mensch gesagt, wie das funktioniert. Das haben wir uns alles dann so erarbeiten müssen. Da sind wir tagelang in diesem Canyon rumgefahren. Wenn wir es richtig genau time. Ja. Jetzt ist nämlich der Käse. Ich muss den jetzt nicht erwischen. Quasi während er den Kopf oben hat mit dem Holzbrett. Im Krankenhaus behandeln lassen. So, da kommt nochmal ein Käfisch. Nah an den ran und dann, wenn er den Kopf oben hat, muss ich ihn mit dem Holz erwischen. Also wenn ich noch alles richtig weiß, aber... Komm, nehmen wir mal den Morgenstern, weil es so Spaß macht. Wieder da? Gut. Ist das schon alles, was du austeilen kannst? Ja. Ja. Mit seinem Holz ist irgendwie der Endgegner, ne? Naja. Nichtsdestotrotz, das Motorrad ist schon so oft hingefallen, das müsste eigentlich Totalschaden sein. Okay, jetzt können wir es nochmal probieren. Jawohl, ja. Jetzt haben wir ihn erwischt. So,
jetzt das? Meine ich auch diese Käfischbrille hier? Highway Exit. Achso, nee, schade, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ran. Highway Exit war was anderes. Die Brille wieder auf. So, und jetzt müssen wir hier irgendwo rumfahren, bis irgendwann Käfischhöhle, glaube ich, kommt. Es gibt noch so eine andere Animation, wenn man es schafft, die Käfisch irgendwie zum selber stolbern zu bringen mit dem Motorrad, aber dann sprengen sie sich selber in die Luft, dann hat man die Brille quasi nicht. Ausfahrt? Nee. Höhle, da sind wir mal rein. Jawohl, ja. Hier kann ich ja sowieso nichts machen momentan, also. So. Hier kann ich auch nichts. So. Da ist die Rampe. Und die Rampe brauchen die quasi, um von hier nach da zu springen. So, und deswegen sind nämlich auch die Punkte hier in der Höhle drin, obwohl man ja eigentlich meinen müsste, diese Höhle ist dunkel genug, dass ich ja die Brillen runterziehen könnte. Alles, was mit diesen Kerlen zu tun hat, ist irgendwie unheimlich. Eigentum von Ricky Myrons reißender Stuntshow. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Das ist jetzt so der Running Gag bei uns. Und zwar weiß ich jetzt noch ziemlich eins. Ich muss jetzt nämlich in den nächsten Ding fahren. Weil das Problem wird jetzt sein... Ah ne, komm. Ich glaube, ich mach's ganz einfach. Ich zeig's euch. Weil ich weiß jetzt nämlich, ich muss den Käfisch eine Rampe bauen. Weil wenn ich jetzt rausfahre... Dann kommt jetzt nämlich, glaube ich... Und wer war das? Meine Brüder, wir sind gerade von einem Geist heimgesucht worden. Dem Geist von Ricky Myron, der erschienen ist, um seine Rampe zurückzufordern. Warum hat er sie hier gelassen? Er kann sie nicht benutzen, weil er ein Geist ist. Er will nur seinen Zorn ausdrücken und den müssen wir in Ehren halten. Oh, zürnender Geist Ricky Myrons, wir ehren deine Wut. Aber dieses Mal muss die Rampe wieder zurück. Ihre Motorräder machen auch so komische Geräusche. So. Ich wollte euch ja gerade sagen, wir müssen den Käfisch eine Falle basteln, dass die in ihrer eigenen Höhle verunglücken. Ist irgendwie total komisch, aber... Nein. Steig wieder auf. Das war eins zu früh. Es ist auch schön, dass das Motorrad eine Anhängerkupplung hat, dass man einfach so diese Rampe ziehen kann. So, und zwar... So, vielleicht kommt jetzt die Animation nochmal, dass ihr jetzt seht, was jetzt gleich passiert. Irgendwo hier war es nämlich. Habt ihr es gesehen?
Das ist so ein Detail, das haben wir vor 25 Jahren haben wir da auch nicht drauf geachtet, dass man mit der Rampe nämlich diese Dinger am Boden wegmachen kann. Und genau an diesen Punkten orientieren sich ja die K-Fish. Ich meine, ich kann das jetzt so lockerflockig sagen, als wir so 7, 8, 9 Jahre irgendwo alt in dem Dreh rum waren, wie lange haben wir da dran rumgesessen? Und deswegen hält jetzt die Szene hier auch nochmal extra an. So, benutze Rampe. Und jetzt macht das nämlich automatisch. Puck, puck, puck. Mit den Kerlen bin ich fertig. Ich habe euch jetzt hier gefühlt 30 Minuten Aufnahmezeit ungefähr das gezeigt, wo mir vor 25 Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Wochen dran geguckt sind. Also, ich meine, klar, wenn man jung ist, man weiß noch nicht, wie Computerspiele funktionieren. Es war halt literally unser erstes Computerspiel damals. Achso, warte mal, ja, schon mal die Rampe anschauen. Eigentum von Ricky Myrons reisender Stuntshow. Steht gut, wo sie ist. Ja, genau. Eins habe ich jetzt, glaube ich, noch vergessen. Ja, natürlich, wir müssen noch das Luftkissengebläse natürlich ans Motorrad dran schrauben. Ich kann gerade nochmal einen Schluck nehmen, so langsam wieder ist. Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil. So. Haben wir jetzt Kettensäge, Kette, Morgenstern, Holz. Haben wir alles im Inventar. Wir alle wissen ja, das verlieren wir jetzt gleich. Ah, ist schon wieder falscher Knopf. So. Nein. Bike benutzen. Ah ja, Old Mine Road, wissen wir. Jetzt kommt gleich der K-Fish-Torbogen da wieder. Nein, da halten wir nicht an. Anhänger halten wir auch nicht an. Von damals. Und damals war das halt High-End, gell? So. So. Was machen wir jetzt hier? Ganz klar. Kann ich in die Richtung auch noch weiterfahren? Da gehe ich nicht zurück. Ja. Zu viele Bullen. War ja klar, ja. Wir müssen jetzt natürlich, Ding. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen, Anlauf nehmen für diese Rampe. Ja, klar, dass wir einmal die komplette Map als Anlauf nehmen. Wenn du in der Richtung durchfahrst, dann macht er komischerweise eine Szene draus, wenn du in die andere Richtung durchfahrst, nicht. Wenn ich jetzt halt alles noch richtig im Kopf habe, müsste er jetzt halt nämlich den und nee, warum? Ich
habe noch wieder irgendwas vergessen zu aktivieren. Muss ich sie jetzt noch festschrauben oder was? Der ist für Schraubenmuttern. Eigentum von Ricky Meyer steht gut, wo sie ist. Das Luftkissengebläse habe ich dran, den Nitro-Booster habe ich wieder und die Rampe ist da. Muss ich da erst nochmal lesen? Seiltänzer, menschliche Kanonenkugeln und sonstige Akrobaten. Schon viele haben versucht, die mächtige Poyahoga-Schlucht zu überqueren. Und die meisten haben versagt. Bis auf Ricky Myron, die fliegende Fackel. Er sprang über die Schlucht mit einem Corley-Motorrad. Später wurde entdeckt, dass er seine Corley manipuliert hatte, und zwar mit einem zulassungswidrigen Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse und einem automatischen Luftkissengebläse. Myron erklärte, er würde diesen Sprung gerne wiederholen, um seinen Ruf zu bereinigen. Aber seine Spezialrampe sei von einer geheimnisvollen Trucks entführenden Motorradgang gestohlen worden. In Ordnung. Ich habe genug an meinem Bike rumgebastelt. Muss ich das jetzt erst nur mal lesen, dass er sich sicher ist, dass er alles Ding, dass er alles hat. Dann lass mich raten. Jetzt kommt nämlich die Cutscene, wo er nochmal bis zur Nerzfarm fährt und nochmal Anlauf nimmt. Jetzt zündet er seinen Booster. Genau. Da kommt das Luftkissengebläse. Ich finde es halt echt lustig, wie da drüben diese 6-7 Pixel jetzt da wegfahren und nur die deine Vorstellung muss dir sagen, dass es eigentlich ein Motorrad war. Genau. Und das, was man da hinten eigentlich kaum als Ding erkennen kann, das ist dieses Corley Motorradwerk. Und ich glaube, wir sind jetzt schon so ziemlich, ich müsste es mal überlegen, sind wir jetzt die 6. oder 7. Folge, aber wir haben das Spiel schon einigermaßen durch, also nur jetzt kommt der Teil, an dem Teil sind wir dann später immer hängen geblieben, weil bis zu diesem Scheißsprung über die Brücke, da, über die kaputte Brücke, da ging es relativ einfach, weil den Teil haben wir immer sehr oft gespielt. Danach wird es jetzt ein bisschen weniger, aber ich kann mich zum Beispiel noch an dieses Crash Derby erinnern, wo wir jetzt irgendwie da nachher noch Bolus und diesen anderen Ding da wegmachen müssen, so mit Crash Derby. Aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge.